Die Magnetresonanztomographie, kurz MRT oder auch Kernspintomographie genannt, erzeugt gestochen scharfe Schnittbilder verschiedener Körperregionen. Das MRT wird vor allem bei orthopädischen und neurologischen Erkrankungen angewendet. Dieses nuklearmedizinische, bildgebende Verfahren ist schmerz- und komplikationslos. Durch Ausnutzung des magnetischen Drehmoments der Atome im menschlichen Körper gelingt es der Magnetresonanztomographie, Schnittbilder vom menschlichen Körper zu gewinnen. Bei diesem Patienten soll ein MRT des Beckens angefertigt werden. Wegen des starken Magnetfeldes darf der Patient keine Metallteile an sich haben. Uhren und Schmuck müssen entfernt werden. Absolute Kontraindikationen für das MRT sind Metallteile im Körper, wie zum Beispiel Metallprothesen, Gefäßclips, Herzschrittmacher oder Insulinpumpen. Zahnmetall ist dagegen unproblematisch. An den venösen Zugang wird eine ferngesteuerte Spritzenpumpe angeschlossen. Damit kann die Ärztin während der Untersuchung vom Monitorplatz aus Kontrastmittel verabreichen. Der Gehörschutz ist Bestandteil jeder MRT-Untersuchung, da vom Gerät sehr laute Klopfgeräusche ausgehen. Der Patient erhält ein Pulsoximeter, um die Vitalzeichen kontrollieren zu können. Eine sogenannte Spule wird körpernah angelegt. Dieses Messgerät funktioniert wie eine Antenne und empfängt Signale. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird die Spule fixiert. Damit sich der Patient bemerkbar machen kann, erhält er bei Untersuchungsbeginn einen Klingelknopf. Außerdem ist er während der Untersuchung durch eine Gegensprechanlage mit dem Untersucherteam verbunden. Der Patient wird in den relativ engen Tomographen gefahren. Das Untersucherteam verlässt den Raum. Die Durchführung der Untersuchung und das Monitoring des Patienten finden am Computer statt. Hier kann die Ärztin angeben, welche Körperregionen sie aufnehmen möchte. Über einen Monitor kann der Patient beobachtet werden. Die Magnetresonanztomographie kann auf jeder benötigten Körperebene erstellt werden. Es sind also horizontale, diagonale oder vertikale Schnitte durch den Körper möglich. Das MRT besitzt eine enorm hohe Auflösung. Details mit weniger als einem Millimeter Größe werden dadurch sichtbar. Hier ein Frontalschnitt des Beckens, deutlich zu erkennen die Oberschenkelknochen und die Wirbelsäule. Dann ein Übergang zu einem Transversalschnitt. Hier eine Detailaufnahme des Beckens im Transversalschnitt. Im vorderen Bereich befindet sich beidseits die Gefäßmuskulatur. In der Mitte ist wieder die Wirbelsäule gut zu erkennen. Die Untersuchungsdauer hängt von der Untersuchungsregion ab. Sie bewegt sich zwischen 20 Minuten und einer Stunde.